Es gab Zeiten in Deutschland, meine Damen und Herren, da galten fremde Kulturen, fremde Glaubensformen nicht als Bedrohungen unseres christlichen Lebensstils oder unseres ökonomischen Wohlergehens. Sie galten vielmehr als eine mögliche Bereicherung, als alternative Wege zum Verständnis der Welt. Die Lehren des Zardusht, des Zarathustra etwa, jenes rätselhaften Propheten, der den Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen als Leitschnur der menschlichen Existenz nahm, bewegte Opernkomponisten wie Rameau und den Philosophen Friedrich Nietzsche. Johann Wolfgang von Goethe lieh im westöstlichen Divan dem Islam seine Stimme. Und die chinesischen Denkströmungen Daoismus und Konfuzianismus bewegten oder inspirierten sehr heftig so unterschiedliche Denker und Autoren wie Leibniz im ausgehenden 17. Jahrhundert oder die Hauptfigur unserer heutigen Sendung, den Schriftsteller und Nervenarzt Alfred Döblin, der zwischen 1878 und 1955 lebte, wenn man denn die letzten Jahrzehnte seiner mühevollen Existenz so nennen darf. Die meisten von Ihnen, verehrte Zuseher, kennen Alfred Döblin als den Autor des monumentalen Romans des Welterfolgs Berlin-Alexanderplatz aus dem Jahr 1929, der tragischen, der herzbewegenden Geschichte des Franz Bieberkopf, die Rainer Werner Fassbinder ein halbes Jahrhundert später in 13 Folgen und einem Epilog verfilmte. Es ist dies ein Werk des, angesiedelt in der Mitte Berlins, nun weiß Gott zunächst, an einen der Asphaltliteratur verpflichteten Reißer denken lässt. Die Verbindung zum daoistischen Zauber, zu Schwertkämpfern, Weisheiten des Wassers oder auch zu strengen konfuzianischen Maximen scheint da nur mühsam, wenn nicht erzwungen herstellbar. Aber dieser Alfred Döblin war ein wundersamer Mensch mit einer wundersam ausgerichteten Neugier, die sich auf Buddha und auf Heinrich von Kleist richtete, auf jenen rätselhaften Zoroaster und auf Schopenhauer. War er Wagnerianer? Na klar, er ging keiner Verwirrung aus dem Weg. Döblin las daneben auch noch Werke über die Religion der Chinesen, die übrigens meist von christlichen Missionaren geschrieben worden waren, und die Übersetzungen klassischer chinesischer Texte. Kurz zusammengefasst, las und las und las und studierte dabei immer noch dazu seit 1900 das Fach Medizin. Dieses Studium hatte ihm die Mutter ermöglicht, der Vater, ein, heute würde man sagen, Couturier, also vulgo ein Modeschneider aus Stettin, hatte seine sechsköpfige Familie sitzen lassen, um das Glück mit einer Probiermamsell zu finden. Das lehrte die zurückgelassene Familie Not und Disziplin. Das vermittelte dem jungen Alfred aber auch ein lebenslanges Gefühl von Liebe und schuldiger Verstrickung, von preußischem Anstand und unzulässigen Verlockungen. Als Mediziner, als Nervenarzt galt Döblins Neugier jenen psychopathologischen Randgebieten, wo wir von Krankheit schon deshalb nur ungern zu sprechen wagen, weil, sagen wir, Schädigungen wie Drogenkonsum, Libertinage oder Mutterwut, wie damals ein heftiges weibliches sexuelles Begehren hieß, eher durch gesellschaftliche Konventionen bestimmt waren als durch eine klar abgegrenzte Symptomatik des Schulwissens. Gut, das mit dem traditionellen Schulwissen muss ich jetzt wieder ein wenig kleiner reden. 1878, als Döblin in Stettin auf die Welt kommt, arbeitet Sigmund Freud zwar noch an seiner Untersuchung über die Hoden der Aale, doch wenig später wird sein Bericht über die Anna O. und deren sexuelle Traumata veröffentlicht. Arthur Schnitzler ist längst ein durchgesetzter Bühnenautor, als Alfred Döblin sich 1905 an die endgültige Niederschrift seiner Doktorarbeit setzt. Ganz so außergewöhnlich ist folglich die Beschäftigung mit dem Wirken der Triebe nicht. Ich bitte Sie, verehrte Zuseher, sich dennoch eine Epoche zu vergegenwärtigen, in der das Unausgesprochene, besser noch das Unaussprechliche, zur Nachtseite einer Existenz geschlagen wurde. Von dort mochte es bisweilen Ausbrüche geben, Aufruhr gegen die sogenannte Ordnung, den Kanon der gesellschaftlichen Regeln. Doch die Normalität, das vermeintlich Gesunde, blieb dadurch unangetastet. Gestatten Sie mir nun einen weiten Satz in jene andere Kultur, deren Erscheinungsbild für Alfred Döblin so prägend war, die Kultur der Chinesen. Wenn wir die Sache grob vereinfachen, dann finden wir dort diesen Zwiespalt zwischen einem Tages- und einem Nachtgesicht in den beiden Denkrichtungen Daoismus und Konfuzianismus repräsentiert. Der Konfuzianismus
stand für die heile, die harte, die männliche Ordnung des Tages, der Daoismus hingegen für das Dunkle, das Nachgiebige, das angeblich weibliche Geschehen, mithin für das Rauschhafte und das Unordentliche. Das sind naturgemäß ganz grob gezeichnete Grenzverläufe, doch dem Schriftsteller Döblin lieferten sie das Erklärungsmuster für eine universale kulturelle Gesamtsituation schlechthin. In China, in diesem Nebeneinander von Konfuzianismus und Daoismus, glaubte er, exemplarisch gedeutet und ausgesprochen zu finden, was überall sowohl für den Einzelnen wie für die Gesellschaft kennzeichnend war: Rebellion und Fügung. Und so erklärt sich, warum sein erster großer Roman, das Werk, das ihn bekannt machte, die Nacherzählung eines berühmten Aufstands gegen den Kaiser von China zum Thema hatte. Dieser Roman trug den Titel »Die drei Sprünge des Wanglun« und erschien 1915, ein Jahr nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Held der Geschichte ist Wanglun, Sohn eines Fischers, der sich von der strengen Erziehung seines Vaters wegduckt und ein Leben als Strauchdieb führt. Als sein Freund von einem kaiserlichen, also konfuzianischen Offizier getötet wird, bringt Wanglun diesen Offizier um. Sein Freund war nämlich an keinem Vergehen beteiligt. Nach der Tat flieht unser Held in die Berge und findet dort bei einer Gruppe Unterschlupf, mit der er eine neue Gemeinschaft gründet, den Bund der wahrhaft Schwachen. Dieser Bund der wahrhaft Schwachen unterwirft sich den klassischen Regeln des Daoismus, zu denen auch die Maximen des, modisch gesagt, des Pazifismus, der Versöhnung mit der Natur und der Verachtung der Kultur gehören. Aber es kann nur in Frieden leben, wer auch in Frieden gelassen wird. Wanglun sieht sich in einer bedrohlichen Situation gezwungen, doch wieder aktiv zu werden. Er tötet und verstößt damit gegen das absolute Gebot der Friedfertigkeit des Handelns durch Nichthandeln, wie es auf Chinesisch heißt. Diesmal flieht er in die Zivilisation, sucht ein Auskommen und Versteck als angepasster Konfuzianer. Allein auch hier findet Wanglun keinen Frieden. Sein Leben endet im Kampf gegen den Kaiser. Sowohl das Handeln wie das Nichthandeln enden letztlich tragisch. Der Held springt, daher der Titel des Romans, vom Aufbegehren zur Konformität und wieder zurück zur Rebellion. Auf welcher Seite stand nun unser Autor, stand Alfred Döblin? Wenn Sie meiner Vermutung folgen, verhält es zu sehr, dann stand er auf der Seite seines Helden. Das heißt, er bewegte sich in Sprüngen. Und um diese nachvollziehen zu können, werfen wir jetzt einen flinken Blick auf die ersten Etappen seines Lebenslaufs. Von der schwierigen Kindheit haben wir gesprochen. Ich rufe Ihnen nur noch einmal den mit seiner Geliebten getürmten Vater ins Gedächtnis, der Frau und 5 Kinder gleichsam grußlos aus seinem Leben strich. Mit gut 30 Jahren, so um 1912, gründete Alfred Döblin seine eigene Familie. Diese Ehe nahm, wenn wir seinen Biografen folgen, bald Züge an, wie wir sie bestens aus düsteren skandinavischen Dramen oder Filmen kennen. Aber Döblin folgte nicht dem Beispiel seines rebellischen Vaters. Er beugte sich der Ordnung und wagte nicht einen einzigen der 3 mutigen Sprünge seines Helden Wanglun, wagte allenfalls den einen oder anderen Seitensprung. Mutig war Döblin dagegen in seinem literarischen Stil, der sich ganz dem Expressionismus verschrieben hatte und neue Maßstäbe des Erzählens setzte. Nein, hier entwickelten sich die Helden nicht in einer absehbaren Logik des narrativen Aufbaus. Hier waren sie so wild wie jene daoistischen Irrlichter, die der Autor aus seiner China-Lektüre zu schätzen gelernt hatte. Genauso wild ging es in der Syntax zu. Abrupte Brüche waren genauso Teil der Kunst wie überraschende Wechsel der Perspektive. Döblin, so scheint es, lebte seine Nachtseiten in der Literatur aus. 1911 hat er in Berlin seine eigene Praxis für Nervenleiden gegründet, die nicht schlecht lief. 1915 wurde er zum Kriegsdienst verpflichtet. Das war, wenn Sie so wollen, meine Damen und Herren, der Befehl der Ordnung in das Schlachtgetümmel und hatte eine ganz entscheidende Konsequenz.
Böblin, der anfangs die wilde Kriegslust der meisten unserer Landsleute noch heftig mitbefördert hatte, wurde angesichts des Grauens der kriegerischen Wirklichkeit zu einem entschiedenen Feind des blutigen Spektakels und er wurde Sozialist. Keine der beiden Parteien, denen er sich nach dem Krieg anschloss, weder die USPD noch die SPD, wurde so recht glücklich mit ihrem Mitglied. Dafür zeigte Döblins Schädel zu viele Boxhörnchen gegen verordnete Argumente. Doch der als Schriftsteller über ein beachtliches Magnetfeld verfügte, duldeten die Funktionäre seine Eskapaden. Er wurde 1928 in die Preußische Akademie der Künste berufen und wichtiger noch Vorsitzender des Schutzverbandes Deutscher Schriftsteller. In dieser Funktion bemühte sich Döblin um ein gesellschaftliches Rollenbild des Schriftstellers, das wundersam vertraut und ganz bewusst an die verklärende Position des schreibenden Gelehrten im chinesischen Konfuzianismus erinnert. Nicht die Parteien, nicht die Herrscher sind es, die dem Volk, die der Masse den Weg weisen. Nein, es sind diese unabhängigen Vertreter der Schriftkultur, die mahnen und gegebenenfalls auch richten. Das ist eine Botschaft, die weder die Herrschenden noch die Massen, nicht einmal alle Schriftsteller, gerne hören. Aber Döblins Welterfolg Berlin-Alexanderplatz schob alle maulenden Gegenargumente zunächst einmal beiseite. In diesem Roman geht es um das Schicksal des Franz Bieberkopf, der im Kraftprotz, der seine Freundin erschlug, dafür ins Gefängnis kam und anschließend versuchte, ein, wie Justiz und Gesellschaft es wünschten, ein ehrbares Leben zu führen. Das führt in ein vorläufiges Glück, das aber nur von kurzer Dauer ist. Seinen vermeintlichen Freund, den Kleinganoven Reinhold, will er beschützen, dann gerät er unschuldig in einen Diebeskomplott, wird bei der Flucht überfahren, übersteht die Amputation seines rechten Arms, findet neues, nicht anhaltendes Glück und auch geschäftlichen Erfolg, verliert schließlich die Frau, die er liebt, und landet als deren Mörder in einer geschlossenen Anstalt. Ich fasse Ihnen diese Geschichte so atemlos zusammen, meine Damen und Herren, weil ich davon überzeugt bin, dass Sie den Stoff entweder schon kennen oder nach dieser Sendung bereits auf dem Weg zu Ihrem Buchhändler sind. Wichtig ist mir aber auch, Sie auf diesen merkwürdigen Zusammenhang aufmerksam zu machen. Jawohl, jener Franz Bieberkopf könnte eine Wiedergeburt von Alfred Döblins früherem Helden, dem chinesischen Rebellen Wang Lun, sein. Konnte nicht nur, er ist es. Der Dichter ist seinem Leitmotiv treu geblieben. Traurig bedrückend ist zu erzählen, wie es mit Döblin nach diesem Erfolg weiterging. Er war klug genug, gleich nach dem Reichstagsbrand 1933 in die Schweiz zu fliehen. Klug und mutig. Wer gibt schon mit 55 Jahren eine scheinbar gesicherte Existenz auf? 12 Jahre später kam er nach Deutschland zurück, dieses Mal als Offizier der französischen Armee. Dass er sich seines Judentums besonnen hatte, verstanden seine Weggenossen und die wenigen Förderer, auf die er noch zählen konnte. Dass er aber 1941 den katholischen Glauben annahm, fügte sich nun überhaupt nicht in den Zeitgeist. Als Autor wurde er zum Verstummen gebracht. Erst 1946 erschien wieder ein Werk von Döblin, es verhandelte die Nürnberger Prozesse, war ungeheuer erfolgreich, erschien allerdings unter einem Pseudonym. Der Name Döblin wäre wohl erloschen, wäre unabgefragt geblieben, hätte sich nicht Rainer Werner Fassbinder und früher noch Günter Grass seiner Werke angenommen. Grass und Fassbinder und eine dem Publikum weitgehend unbekannte Zahl von deutschen und von chinesischen Sinologen. Alfred Döblin, meine Damen und Herren, verstand übrigens kein Wort oder Zeichen Chinesisch. Wenn aber solches bewundernde deutsche Sinologen oder aufmerksame chinesische Germanisten hinnehmen, dann ist das schon, um im Jargon zu bleiben, eine doppelglück verheißende Auszeichnung.